Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Wir sind jetzt im Gesindeviertel und da wartet der zweite General, den ich dann jetzt wegrasieren will. Oceani. Du? Tatsächlich? Dem Erbauer sei Dank. Du kommst genau im richtigen Moment. Eine riesige Schar der dunklen Brut nähert sich und die Tore werden ihr nicht standhalten. Du musst uns helfen. Ich erledige das, bringt euch in Sicherheit. In Ordnung. Ich hoffe nur, es bleibt genug Zeit, um... Sie brechen durch! Lauft! Rennt um euer Leben! Sie hat irgendwie voll die langen Spinnenwimpern. Ist fast schon ein bisschen eklig. So. Macht das Tor auf. So, direkt mal den Oger rasieren. So, der ist erledigt. Hier, das sind eh alles nur Schläger. Der hier ist nervig. Aber am besten mache ich zuerst alles andere weg, bevor ich mich um den kümmere. Obwohl, ich könnte mit Vin ja hier casten. So, Cast ist hier und stirbt möglichst nicht. So. Damit lösen wir dann nämlich unser Schlägerproblem ziemlich effektiv. Oh. Ja gut, sie hat Wind gerade ausgerissen. Weil das wäre sonst verdammt knapp geworden. Ich sag mal so, wenn du jetzt, wie in meinem Fall, jetzt hier wirklich zwei Heiler hast, da kann nicht mehr sonderlich viel schief gehen. Nein, scheiße. Er hat ihn gerade noch casten können. Ich hätte vorher den Schildschlag machen sollen. Alter, 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 Alter. Oh, gerade so gerettet. Hab ich ein Siegel der Irreführung. Und er kann gerade gar nichts machen. Flucht Grande. Okay. Muss ich wirklich den mächtigen Wundumschlag nehmen? Ja, muss ich. Und jetzt verpisse ich mich mal ein bisschen. Bis das Siegel aufhört. So. Die normalen sind weg. Hier den Alpha nehme ich gerade. Okay, er stirbt jetzt, aber ja, von mir aus. Hierfür verschwende ich jetzt keinen Mana, weil da ist ja nichts mehr. So, die sind weg, die sind Schläger. So, alle weg. Hier der Hurlock-General, der hat halt einen Spiralring, der dir plus 5% Geistschaden gibt. Und den Stab der Niedertracht. Der gibt dir Mana-Regeneration im Kampf. Das wäre vielleicht was. So, hier mal alles aufgesammelt, gehe ich denen mal Bescheid sagen, dass wieder alles gut ist. Du hast heute viele Leben gerettet. Danke. Bitte, nimm das. Ich bete dafür, dass es dir in deinen künftigen Schlachten helfen wird. Wir müssen gehen. Möge der Erbauer über dich wachen. Ah, ich habe einen Aufstieg bekommen dadurch und wir sind Level 23. So sind wir auf beidem 53 und kommen... irgendwas.
Weg aus der Schnellleiste. Braucht niemand. Ah, das ist noch ein Genlock Alpha. Und da fällt mir ein, wenn ich gerade hier bin, da wir Morrigan jetzt ja dabei haben. Ich erweitere ihre Schnellleiste. Starker, normaler und schwacher Wundumschlag. Für den Fall, dass ich es bei ihr brauche. Und halt die Mana-Tränke. Ah, da muss ich so... Warte. Ich sehe, ich hatte mich bei was verklickt. So. Und dann weiter ins nächste Gebiet. Ich habe das Gefühl, er will uns. So leicht. Die Frage ist, warum brennt das Wasser? Aber jetzt müssen wir hier ins Palastviertel. Und das ist jetzt der letzte Zwischenstopp vor Fort Drakon. Und ich glaube, sogar ein schwierigerer. Ah, jetzt kommt ja noch das. Ja, stimmt ja. Hier wegen haben wir halt am Tor einen Verteidiger, also einen Anführer für die Verteidiger ausgewählt. Ich skill bei Stan gerade was. Gut. Stan ist ja der einzige Charakter, der nur eine Spezialisierung lernen kann. Und mal schauen. Das hier ist voll. Da ist voll. Dann machen wir... Ne, hierfür brauchst du Geschicklichkeit. Wart mal. 18. Du hast 13. Okay. Wenn du halt schon einen Mindestwert brauchst. Und wir brauchen noch für Shale. 15, gut. Gut, haben wir bei ihr jetzt auch fast alles. Und Orkron kann auch noch aufsteigen. Mit 12 Punkten. So. Und komm hier, mehr Taktik. Taktik ist immer gut. Das ist voll. Mache ich hier das grad? Mache ich lieber das hier. Das ist halt ein Passiv. Und dann legen wir mal grad Taktik an. Orkron ist ein Schläger. Aggressiv. Liliana ist ja eingestellt. Stan ist auch ein aggressiver Schläger. Und Shale geht auf Verteidiger passiv. Passiv ist genau. Okay. Sollte dann weitestgehend passen. Und lasst ihr mal machen. Nehmt euch in Acht! Eine große Schar der dunklen Brut ist aus ihrer Hauptstreitmacht ausgeschert. Sie kommen in eure Richtung. Bald werden sie hier sein. Dann lass mal anfangen. Oh, natürlich. Lass mal direkt mit einem Ogre-Alpha anfangen. Beste. Das Doofe ist jetzt natürlich, dass wir absolut gar keinen Heiler haben. Aber er hat gut Damage bekommen. Weil da sieht man halt, wenn du deine Party richtig ausrüstest. Komm, gehe ich hier auf den Hörlock Alpha. So, da seht ihr den. Ich brauche was, um dich niederzuschlagen. Das ist es nicht.
zu Boden geworfen. Dann kann ich den hier gut geben. So, der ist erledigt. Hier der sowieso. Dann aktiviere ich mal Kräfte sammeln, damit meine Mitstreiter auch gut was von meinem Champion-Dasein haben. Alter, das ist scheiße. Steh auf. Er ist halt auch Champion, das ist dann jetzt Overkill. So. Ah, da hinten ist ein Harlock-Gesandter. Der tot ist. Und jetzt kommt wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Ja, Schläger. Hurra! Ihr habt es geschafft. Natürlich haben wir es geschafft. Starker Wundumschlag direkt mitnehmen. Direkt. Fand es halt ein bisschen komisch, dass der Boss direkt zu Anfang gespawnt ist, aber ja. So, und an der Stelle mache ich dann Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir zurückkehren. Soll ich vermuten, dass die Tore gesichert sind? Ja. Zumindest vorerst. Sofort.